Zunächst möchte ich der Personalwirtschaft zum 40-jährigen Jubiläum gratulieren. Erfolgreiches Personalmanagement ist ein weites Feld. Ich versuche es mal zu erklären an den drei Themen, die ich selber gelernt habe als Manager, die immer wichtig sind. Es ist einmal die Teamstruktur, es ist die Frage der Motivation des Teams und es ist die Frage von Fordern und Fördern. Erste Frage, die sich stellt, wer ist denn ein Talent? Wie identifiziere ich diese Talente? Und dann, wie fördere ich die Themen, die für Talente auch wichtig sind in ihrem Beruf? Und wir unterschätzen, glaube ich, heutzutage, dass Mitarbeiter wollen gehört werden, Mitarbeiter wollen zusammenarbeiten. Die Frage ist, habe ich die Plattformen dazu, habe ich die Tools dazu, die das unterstützen? Was man mit Cloud machen kann, ist die Lösung viel, viel schneller, viel, viel agiler, viel innovativer auch zu gestalten. Und das sind viele Trends, die Sie aufgreifen können, die Sie übrigens auch jedes Quartal erneuern können. Und in der Cloud haben wir eins gelernt, baue die Systeme mobil und baue sie um den Mitarbeiter herum, um seine Bedürfnisse, nicht um die einer Fachabteilung HR. Sicherheit ist ein wichtiges Thema und wird ein wichtiges Thema sein. Und ich glaube, gefühlt ist es im Umgang mit Personaldaten fast noch höher als mit anderen Daten. Denn es sind ja meine Daten. Ich würde sogar so weit gehen, warum sollten denn Personaldaten dem Unternehmen gehören und nicht den Mitarbeitern? Das ist das, was wir in sozialen Netzwerken gelernt haben. Aber zurück zur Cloud-Lösung. Als Anbieter in dem Bereich Cloud, wo wir mehr als 33 Millionen Anwender schon in Public-Cloud-Lösungen haben, da investieren wir sehr viel. Und oft, und das bekomme ich auch als Feedback von unseren Kunden, können wir mehr investieren als teilweise der Kunde selbst. Interessant ist, dass die ganze Diskussion Sicherheit sich um das Thema Zugang rankt, also wie sicher sind meine Daten. Und ich glaube, manchmal vergisst man, dass es noch weitere Themen gibt, die auch dazu gehören und die wir natürlich adressieren, nämlich wo liegen meine Daten, welche Daten möchte ich vielleicht selber behalten, und welche möchte ich in der Cloud sehen, also hybride Landschaften, hybride Lösungen? Und wie gestalte ich einen Geschäftsprozess, der heute vielleicht auf einem mobilen Endgerät beginnt, mit einer Lösung, die das Unternehmen selbst betreibt, verbunden ist und mit einem Cloud-Anbieter? Das sind sehr komplexe Strukturen und ich glaube, da haben wir natürlich die Antwort darauf. Wir laden jeden unserer Kunden ein, auch unsere Datencenter mal zu besuchen. Zum Glück kann man das virtuell machen, weil sie brauchen 2 Stunden rein und 4 Stunden wieder raus. Lassen Sie uns noch mal stärker auf das Thema Personalwirtschaft schauen, was da im Zusammenhang mit der Cloud aktuell passiert. Zunächst mal, wir glauben, dass man 2 Dinge liefern muss. Einmal hybride Landschaften, wo ich es ergänze, aber auch, wenn Unternehmen das wollen, diese Themen komplett in der Cloud zu betreiben. Und da sind wir natürlich prädestiniert, weil wir Geschäftsprozesse wie HR, Geschäftsprozesse wie Payroll eben auch in der Cloud anbieten können. Aber Themen, wo die Cloud auch mitgewachsen ist, sind klassische Themen wie Talentmanagement, sind Themen wie Lernen, sind Themen, wenn ich einen neuen Mitarbeiter ins Unternehmen bekomme, wie bilde ich ihn aus? Und diese Prozesse sind ständig im Wandel. Wenn ich mir anschaue, welche Trends dort wichtig sind, dann sind es natürlich das Thema Mobilität. Nur Mobilität ist nicht nur, was ich auf meinem Smartphone mache. Mobilität ist die Frage, was mache ich auf dem Smartphone sinnvoll, was mache ich auf einem Tablet, was mache ich in einem Webbrowser. Es sind schon 3 Fragen zum Thema Mobilität. Und dann sind natürlich neue Mechanismen oder auch Medien wie Video, Blogs, alles, was die Zusammenarbeit fördert, wird im Thema Personal noch wichtiger werden. Ich würde fast sagen, das sind die Soft Skills der Personalwirtschaft, denn die Hard Skills, wie ich jemanden bezahle. Thank you.